Es gibt Eis. Es gibt Überraschungseis. Überraschungseis. Hi. Wir übergeben jetzt das Eis und dann muss die Steffi natürlich total authentisch sagen, dass ich der geilste Chef ever bin, weil ich Eis mitgebracht habe. Das Ärgerliche ist, ich habe 4 Stück mitgebracht, weil ich dachte, Janine ist da und Janine ist gar nicht da. Das heißt... Ich darf 2 essen? Also ich habe 2-mal Mandel und 2-mal normal mitgebracht. Mandel. Nochmal für die Kamera, total authentisch in die Kamera. Warte. So, jetzt. Dirk ist der beste Chef der Welt. Sehr gut. Ich werde dafür nicht bezahlt. Doch, in Eis. In Eis. Milan liebt die Huta. Milan liebt Marie. Nein, Milan liebt die Huta überhaupt nicht und sagt, besser Marie als Huta. Oh. Das ist ein Spacko. Hier ist nichts los, ey. Alles liegt rum. Jetzt nicht mehr, jetzt stehen sie alle auf. So. Hallo Abby. Ja, ich weiß, ich muss ein bisschen... Ach komm, jetzt sag doch nicht Entschuldigung, ich hab dir doch noch nie was getan. Du bist so eine Nette. Du hast noch nie Ärger von mir gekriegt und hast es auch noch nie verdient. Kemba, komm her. Komm her. Beppo, Pete, hast du ihm gerade den Poppes gezwackt? Lass das sein, mein Freund. Ohne Scheiß, wir kriegen Ärger, wenn du das machst. Bei dir läuft der Chip aus, ne? Ja, Freundchen. So, Peppa, komm mal her. Peppa. Sieht's denn? Na. Peppa. Wenn du stillhältst, sind auch die Jungs ruhig. Guck mal. Sehr gut. Hallo, Kaipi. Hallo. Komm her, Piet. Piet, komm her. Ja, sei jetzt das Fell da hängen, weil du ihm in den Poppes gezwackt hast, du Trottel, ey. Der Trottel, der Piet. Ach, komm her, Epps. Komm her, Epps. Guck mal, es ist Frühling. Komm. Mello. Hey. Komm, gehört sich durch. Och ja, lass doch den Mello, ich muss dem Mello Hallo sagen. Ne? Faltenkopf. So. Hi Santi. Oh, nicht immer ins Gesicht. Abby, zankst du schon wieder? Epps, guck mal, wie du die Mila abschirmst. Ich will das nicht, lass das. Komm her, Mila. Oh Gott, die Abby zankt, ne? Die ist gemein. Ist das eine Ziege, ey? Lass das, du Ziege, sonst kommst du in die Wurst. Du sollst das lassen. Hast du mich verstanden? Lass das sein. So. Ah, die Leica ist so eine Wuchtbrumme. Komm her, du Wuchtbrumme. Du spielst so laut, ey. So, komm her, jetzt kriegst du auch deinen. Das ist das, was ich meine. Django, komm her. Christian, hallo. Aber wenn ich das nächste Mal sage, Django, stopp, dann Django, stopp, ne? Die sind so laut, die drei, ey. Klar, Bums. Naja. Ach, hi, Ari. Dich hab ich ganz vergessen. Ist doch auch gemein. So, Toni hab ich auch noch nicht. Komm her. Ja, Toni hat jetzt Epilepsie, ne? Das ist scheiße. Dich hatte ich doch schon 5-mal, Kaipi. Dich hatte ich schon 5 oder 6-mal. Spassel. Das ist ein Spassel. So, der Marley hat gute Laune, da wird sich gewälzt in irgendwas, das wahrscheinlich stinkert. Ach, Kaipi. Marley, worum wälzen wir uns denn? Worin wälzen wir uns denn? Mäusekacke oder so? Naja, ist zumindest mal nichts Großes Stinkendes, das ist schon mal gut. So, wie ihr seht, ich mache euch mal wieder auf mich. Wie ihr seht, Frühling. Echt cool, 20 Grad. Schöne Sachen. Wir machen ein bisschen Reaction aus der Huta. Ich guck mal, ob es überhaupt etwas zum Gucken gibt heute, über das wir reden können, ohne dass es zu langweilig wird und ich einfach nur draufhalte. Was haben wir denn heute da? So, wir werden mal über den Django reden. Warte mal. Da steht er gerade. Django, der große, weiße Herdenschutzknödel. Der Django ist jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre alt müsste der sein. Also das ist nicht mehr nur ein Jahr, ist auf jeden Fall drüber. Muss jetzt genau gucken, wann er gekommen ist, aber müsste jetzt so 1,5, 2 Jahre alt sein. So, der Django, den habe ich ja eben so ein bisschen angeflaumt. Genau wie ich die Peppa ein bisschen angeflaumt habe, ne Peppa? Weil der Django so langsam anfängt, sich wie ein Herdenschutzhund zu verhalten. Seht ihr mich überhaupt? Ja.
Weil der Django so langsam anfängt, sich wie ein Herdenschutzhund zu verhalten. Genauso wie der Pete hier. Verhält sich nicht wie ein Herdenschutzhund, aber ist auch angeflammt worden. Oh, no, bitte nicht küssen. So, und Django, komm mal her. Ich zeig euch mal den Django, komm her. Oh, jetzt kommen so alle, ihr seid aber alle nicht der Django. Oh, du hast was im Auge, Pete. Phoebe. Django, hallo. So, der Django ist entweder, man weiß das ja nicht so genau, ne? Da, wo die herkommen, heißt es dann immer irgendwas. Der Django ist entweder ein Portalaner oder irgendein Mix zwischen, Pyrenäen und irgendwas. Aber ich schätze, dass Django ein Portalaner ist. Portalaner ist quasi eine polnische Herdenschutzhundrasse. Ne? Also ganz vereinfacht ausgedrückt. Ja, Django ist ein netter Kerl und eigentlich sehr, sehr cool, was so Körpersprache und so und das Verhalten in der Gruppe angeht. Der ist sehr, 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 sehr klar. Also der ist jetzt nicht falsch oder so. Der ist eigentlich auch netter, der spielt viel. Manchmal wird es ihm zu viel im Spiel, wenn die anderen zu wild mit ihm spielen und er müde ist. Dann wird er auch mal so ein bisschen frackig. Das ist aber auch okay. Das soll und darf er auch. Ja, da darf er ruhig auch Bescheid sagen. Hallo, okay, nein. Aber das hat vor so 2 Monaten angefangen. Santi, was ist los? Santi, haben sie dir den Stock weggenommen? Das hat so vor 2 Monaten angefangen, dass Django immer dann, wenn 2 andere Hunde sich auf eine grenzwertige Art und Weise miteinander beschäftigt haben, dazwischen gegangen ist und so ein bisschen kratzig wurde. Und dass du erstmal so ein bisschen gesplittet hat und sich dazwischen gestellt hat. Und jetzt mittlerweile, du sitzt übrigens auf meinem Bein. Guck mal hier, das ist mein Bein. Und jetzt mittlerweile, jetzt mittlerweile gehen wir hin und gehen ganz bewusst Ärger suchen, um andere anzuzanken und denen zu sagen, dass wir nicht ein toller Sheriff hier sind. So, hi. Na, wie geht's dir? Oh, wie geht's dir? Dich hatte ich lange nicht mehr. Ja, hast du gegrummelt. Hat er gegrummelt, weil du ihm unter den Rock geguckt hast. Darfst ruhig grummeln, wenn du dir unter den Rock guckt und du das nicht willst. Und wie's denn so soll, macht der Django jetzt erstmal nichts Verkehrtes. Ne? Also der geht da jetzt nicht total falsch rein, aber der geht in Situationen rein, in denen wir das nicht haben wollen. Also als Beispiel, manchmal ist das so, 2 Hunde spielen sehr wild miteinander, Django geht dazwischen, stellt sich da so ein bisschen hin, splittet die so, wie man so schön sagt. Und manchmal ist das eigentlich sogar willkommen. Dann hat er ein ganz gutes Gefühl dafür. Und theoretisch könnte man sagen, hey, das ist doch ganz cool. Das hat er doch gut gemacht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir sind ja hier in der Huta, ihr seht das, mit super vielen Hunden unterwegs. Und eigentlich sind die einzigen, die hier was zu kamellen haben, wer was darf, ich und meine Mitarbeiter. Ausnahme ist, wenn jetzt zum Beispiel Gaia zum Beispiel die Pepper jetzt genervt hätte und Pepper hätte jetzt gesagt, nerv mich nicht. Das dürfen die schon. Ne? Also sie dürfen schon einzelne Grenzen und für sich selbst Grenzen aufweisen. Aber wenn jetzt Hund A und Hund B irgendwas miteinander machen und Hund C geht dazwischen, um das zu kommentieren, zu lösen oder irgendetwas zu machen, dann ist es in, ich würde sagen, 9 von 10 Fällen nicht angebracht. Weil Hund A und Hund B können das selber klären oder aber wir klären das. Da muss sich kein anderer Hund verpflichtet fühlen, dazwischen zu gehen. So, das ist so ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Da steht ja Django wieder. So, und diese Problematik, hallo Milan, komm her. Hallo. Und diese Problematik, ich hatte das in mehreren Videos schon mal angesprochen, dass ich das ein bisschen anders sehe als zum Beispiel andere. Da kommt gerade eine Bahn. Muss man mal abwarten, die Bahn. Na, Frühling, genieß doch die Sonne. Leg dich hin und genieß die Sonne. Warum machst du das nicht? Oh, so schlimm hier, so viele Hunde. Oh, wir sind so alt, wir wollen nach Hause. Wir wollen schlafen und essen. Wir wollen nur schlafen und essen. So, ich hatte das in anderen Videos schon mal angesprochen. Ich habe das zum Beispiel in einem Video angesprochen, Ginger im Fernsehen. Ne? Da war die unter anderem ja auch in der Huta beim Andreas Ohlich-Schläger. Und da habe ich gesagt, dass ich ein paar Sachen, die da in dem Beitrag vorgekommen sind, einfach anders handhabe und anders sehe. Bei mir will ich nicht, dass ein fremder Hund, also Hund C, bei Hund A und B irgendwas zu kamellen hat. Hat der einfach nicht. Egal, wie souverän die sind. Ja, jetzt gab es gerade Ärger von Pepper an Gaia, weil Gaia Pepper gezankt hat und aufgeritten ist. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Pepper ist immer sehr laut. Ist nicht so schlimm. Aber die dürfen ruhig, ich kribbel's in der Nase, sorry. Die dürfen ruhig mal so gegenseitig sagen, hier, will ich nicht, ne? So, also das ist so ein Punkt. Django macht das sehr, sehr häufig. Manchmal sage ich, okay, jetzt ist auch egal, brauchst ja nichts zu sagen. Aber in den meisten Fällen kommentieren wir das. Und in der letzten Zeit mussten wir den sehr, sehr häufig ansprechen. Jetzt kommt dazu noch was anderes. Er macht das nicht nur hier, dass er
zwei Hunde splittet, wie ich gerade schon gesagt habe, sondern dass er zusätzlich sich gewusst Hunde sucht, die irgendetwas tun, auch wenn sie es nur für sich selbst tun und alleine tun, wo er hinterher rennt und dann die einschränkt. Zum Beispiel ist er eben dem Mello hinterhergestiefelt, völlig grundlos. Mello war einfach nur von A nach B gelaufen, Django und die Gruppe sind irgendwie aus irgendeinem Grund ein bisschen unruhiger geworden, Marie ist, glaube ich, gekommen und dann ist er dem Mello hinterhergestiefelt, so, was machst du eigentlich hier? Und da habe ich ihn halt auch wieder angesprochen. So, jetzt ist es so, dass Django ein Jahr lang gut ansprechbar war. Oder ein Dreivierteljahr, wie auch immer, wie lange der jetzt hier ist. Und mittlerweile lässt das nach. Jetzt habt ihr eben gesehen, wie ich den Django so ein bisschen gemaßregelt habe. Und gesagt habe, mein Freund, ich will das nicht, dass du das da tust, was du tust. Ja? Und dann bin ich mal ein bisschen hinter ihm her, bin mal auf ihn zugelaufen, habe ihn mal so ein bisschen fixiert, in Anführungsstrichen, also blicklich fixiert mit dem Blick. Hab mal ein bisschen Druck aufrechterhalten und nicht nur ihn angesprochen. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Ne? Also ich musste mich da mehr durchsetzen und das hat jetzt für Django gereicht, ne? Weil in vielen Folgen kam immer, wie macht ihr das denn? Mit dem muss ich ein paar Mal hinterher stiefeln. Wenn ich aber feststelle, dass wenn ich dem hinterher stiefel, das trotzdem nicht besser wird, ja, dann muss ich im Zweifel vielleicht auch mal über eine Wasserflasche nachdenken. Geier spielt mit Mari. Da muss ich im Zweifel vielleicht mal über eine Wasserflasche nachdenken oder vielleicht knuffe ich den mal, vielleicht schnappe ich mir den mal mit der Leine und führe den mehr oder so. Da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Ja. Wichtig ist nur, das, was jetzt da passiert, ist jetzt nicht, weil Django ein Arsch ist. Ja. Ganz im Gegenteil, das ist einfach das Alter. Django spielt immer noch sehr gerne, der ist noch sehr jugendlich und so. Aber der kommt so langsam aus dem kindlichen Verhalten raus und wird vernünftiger, wird erwachsener. Und da kommt es halt auch dazu, dass sie dann ihren eigentlichen Zweck anfangen zu erfüllen. Ne? Das heißt, Jagdhunde fangen dann an, sich mehr nach außen zu orientieren. Der Herdenschutzhund fängt dann an, vielleicht ein bisschen mehr Verhalten von anderen zu kommentieren und so weiter und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Und genau das ist jetzt einfach das Alter. Das fängt so mit 1,5, 2 Jahren an und dann hat man so bis 3, 3,5 Jahre eine Phase, wo die erwachsen sind und ihr Ding machen und man einfach... Nelson, du bist älter als 2,5 Jahre. Und man einfach gucken muss, dass man denen sagt, okay, klar, da steckt in den Genen. Dazu bist du irgendwann mal berufen worden, aber hier bitte nicht. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Die zweite Variante ist Pete. Pete ist der kleine Weiße hier. Petey, komm hier. Pete ist eigentlich ein netter, witziger Kerl. Ist ein bisschen aufdringlich manchmal, ne? Bei mir und bei anderen Hunden und beim Besitzern und so. Bei Mitarbeitern. Da springt er dann schon mal. Ist eigentlich ein netter Kerl. Pete ist ein Terrier und Pete ist ein unfassbar frecher Furz. Und wer liegt denn da? Tango? Tango! Oh, dich habe ich gar nicht gesehen. Tango, hast du hinter der Hütte gelegen? Hi! Komm mal hier, hallo. Hi. Na, lass dich nicht von den anderen ärgern und schubsen, ne? Hast du da hinten gelegen und geschlafen in der Sonne? Habe ich gar nicht gesehen. Hallo, wie geht es dir? Hallo, wie geht es dir? So, und beim Pete ist es einfach was anderes. Pete war anfänglich unerzogen, sage ich mal, jung, unerzogen, terriertypisch. Dann haben wir angefangen, den zu ein bisschen hier zu manövrieren und zu steuern und ein bisschen zu erziehen. Und danach wurde der super sexuell. Guck mal, Tango mag die Hütte. Oh, Tango, das finde ich so toll. Wir müssen da endlich mal einen Boden reinzimmern für dich. Na, du findest sie gut, die Hütte. Finde ich supi. Sehr gut. Müssen wir hinten noch zumachen, dann hast du da deine eigene Hütte. So, jetzt wird gleich gespielt. Weil wir finden uns toll. Kroaten und Engländer, ne? Ah, ich trau mich nicht. Zu weit weg von der Hütte. Ich will wieder zur Hütte. Ich will wieder zur Hütte. Nein, ich will zum Dirk. Nein. Du, Verbrecher und Ausbrecher. Tango war der Erste, wegen dem wir hier noch krassere Sicherheitsvorkehrungen ergreifen mussten, weil der über Zäune klettern kann. Also gibt's immer mal solche Hunde, aber das war sehr selten. So, zurück zu Pete. Wo ist er? Da. Da ist der Pete. Pete, komm her. Hopp, komm mal hoch. Der Pete kann schon was, der ist nicht doof. Der ist nicht doof, ja. Aber der wurde dann sehr sexuell. Dann ist er gechippt worden, dann wurde der ein bisschen ruhiger, dann hat er wieder mehr gespielt. Aber Pete hat immer schon ein Problem gehabt, dass, wenn es sehr schnell wurde, der Terrier typisch hinterhergerannt ist und dann so gezwackt hat. Ich weiß nicht, ob man es eben in der Kamera gesehen hat, aber der hat den Beppo in den Arsch gezwackt. Der tut ihm da nichts, der zwackt so ein bisschen ins Fell. Ne, das ist so dieses, das ist mir zu schnell, ist mir zu himmelig, du darfst hier nicht laufen, ich will das kontrollieren, ich will die Steuerung behalten, die Kontrolle behalten und so weiter und so fort. Und das müssen wir halt wieder angehen. Das kommt jetzt wieder, dieses Verhalten, weil Pete's Chip ausläuft. Ne? Dadurch wird dann natürlich wieder ein bisschen krawitziger, ein bisschen lebhafter, ein bisschen mehr Testosteron. Ne? Dann kommen wir uns wieder vor wie ein ganz, ganz großer Kerl. Obwohl wir eigentlich nur so ein winzig kleiner Furz sind. Oh, kratzt das am Rücken. Das kratzt am Rücken, ne? Oh, das ist aber gut.
Ja? Und da muss man jetzt noch 5, 6 Mal was sagen. Beim Piet reicht es auch, wenn ich dem hinterher gehe und dem mal in die Augen gucke. Für die meisten Hunde reicht das hier, wenn wir wirklich einfach die Bewegung so ein bisschen einschränken, die mal so ein bisschen nicht in Ruhe lassen und einfach mal so eine halbe Minute über den Platz in Anführungsstrichen treiben. Ne? Also ohne, dass wir da jetzt uns viel bewegen. Aber die müssen das verstehen. Ne? Das waren jetzt die beiden Sachen, die am Anfang vorgekommen sind. Ich hoffe wirklich stark, dass man da, guck dir die beiden Deppen an, dass man das in der Kamera gesehen hat und dass die Marie das vielleicht reinschneiden kann. Wenn nicht, müsst ihr mir halt einfach glauben. Nee, Mila. Das andere war die Abby. Da, Abby Arschgeige nennen wir sie. Wir haben ja mehrere Abbys, aber das ist Abby Arschgeige. Und Abby Arschgeige latscht anderen Mädels hinterher. Bei der Gaia ist das so eine unterwürfige Geschichte. Wir können mal so ein bisschen drauf achten. Das ist für die Gesine dann vielleicht auch interessant. Ne, Abby Arschgeige? Latscht anderen Mädels hinterher und zankt die. Das macht sie vornehmlich zum Beispiel bei Hope oder bei Mila. Oder bei Abby, bei Pepper, immer bei Hunden, die so ein bisschen schüchterner sind. Die hat das noch nie bei der Emma gemacht, die hat das noch nie bei, na, aber da bei der Mila zum Beispiel hat sie es eben gemacht. Ich versuche mal so ein bisschen weniger von ihr zu reden und wir filmen das einfach mal, vielleicht kommt es gleich vor. Ansonsten kann man es auch mal versuchen zu provozieren. Mila! Abby hat gerade einen Stock. Da sehen wir nichts, aber vielleicht sehen wir es nachher nochmal. Ja, also der größte Teil der Arbeit hier mit den Hunden ist tatsächlich vorhersehen, bevor was passiert. Und man kennt halt irgendwann seine Pappenheimer, ne? So, jetzt hat die Abby die Mila gesehen. Mal gucken, ob wir jetzt was, seht ihr das? Jetzt latscht sie schon so ein bisschen hinterher. Ah, das ist aber nicht zielgerichtet jetzt. Doch, guck mal da, ich muss doch hinterher gehen. Wenn die Mila läuft, muss ich... Ne, jetzt habe ich was Besseres gefunden. Okay, aber das war nicht das. So, sonst hatten dieses Gezanke. Bleiben wir mal bei der Pepper. Habe ich ja eben gesagt, dass sie unfassbar laut ist, wenn andere die nerven. Hi, Ari. Da, jetzt sind wir Pepper. Da. Beppo rennt. Pepper fängt auch an zu rennen. Ja, das ist Appenzeller. Da muss rennen, hüten, treiben, machen, tun, kontrollieren. Irgendwie weiß ich es nicht, aber ich muss was. Die weiß selber nicht, was sie tun. Nee, aber wir müssen rennen und bellen. Das gehört beim Appenzeller dazu. Das riecht nach gegrilltem. Ich glaube, der Nachbar grillt. Ist das gemein, ey. Oh, das ist ja voll fies. Schweinerei. Wir müssen auch grillen. Paff! Ah, ich fress dich. Ich bin ein Appenzeller. Ich töte dir. Ich töte dir, ich Appenzeller. Ich schleudere ihn komplett rum. Kenai, lass ihn in Ruhe. Die können alleine spielen. Die brauchen dich nicht. Kenai. So, bevor jetzt der ein oder andere sagt, hier, das ist aber ganz schlimm, was da gerade passiert. Ich habe ja eben schon gesagt, die Pepper ist sehr deutlich und sehr laut. Und der Django ist einer, der gerne noch spielt. Ja, das ist jetzt ein richtig wildes Spiel. Was ich jetzt mache, ist, dass ich die raushalte, die da sich vielleicht einmischen und das Ganze eskalieren lassen. Wie zum Beispiel der Kenai. Lass das. Ich hole den Kenai da raus, weil Django und Pepper, das ist eine super Kombination. Beide sehr jung, beide verspielt, Rüde und Mädchen. Das Mädchen ist die kleinere, liegt auf dem großen Rüden drauf und gibt da Vollgas. Kenai, Kenai, lass das. Das ist also nicht so tragisch. Beppo kann da mitmachen. Beppo spielt auch immer sehr gerne mit Django. Und Django spielt auch gerne mit Beppo. Und jetzt muss Django sich mal beiden erwehren. Oh, hat er dich geschubst? Der ist ja gemein, der ist einfach gegen dich gerade. Otto, du hast gar nichts gemacht. Ich weiß das doch. Achtung, der kann aber auch nicht bremsen, ey. Du Riesenschiff, du Riesenschiff. So, was ist jetzt los? Bist du jetzt schon fertig oder was? Guck mal, jetzt kommt das Backenlecken. Hatten wir gerade erst ein TGH dazu. Schnauze auslecken. Komm mal, sei mein Freund. Ich will auch mit dir spielen. Sei doch mein Freund, du bist viel größer als ich. Dann können wir zusammen uns hier... Also wer das TGH nicht gesehen hat, warum lecken Hunde anderen die Maulwinkel? Das ist genau das. Komm, komm, ich will auch mitspielen. Ich will dein Freund sein. Komm, bitte, bitte Freund sein. Du bist viel größer. Zusammen sind wir voll das coole Team. Ich trau mich alleine nicht. Willst du mir nicht helfen, wenn was los ist? Komm mal hier, bitte, bitte Freund sein. Guck mal, du bist so groß und so mutig und so. Guck mal, ich wäre voll der tolle Sidekick für dich. Meinst du nicht? Wir sind Batman und Robin. Und der Beppo so, ich will mitspielen. Los spielen. So, jetzt der Kinder erstmal wieder abgemeldet. Der Beppo packt dann immer so ein bisschen ins Fell beim Dingens beim Spiel. So, jetzt der Kenai steht im Weg. Jetzt macht der Kenai, ich will auch mitspielen, ich traue mich aber irgendwie nicht so richtig. Ich bin viel zu nett, um so rumpelig zu spielen. Oh, Beppo, wow. Guck mal, da geht's los. Und jetzt kommt die Pepper. Die Pepper motzt jetzt, weil sie nicht mehr mitspielt. Dann fliegt sie immer dahin und scheißt die an. Oh, jetzt geht der Django einmal im Kreis und dann kommt er gleich wieder.
So, und zack, und da kommt er wieder, sag ich doch. Das ist Django pur, wenn der spielt. So, und da muss ich jetzt dazwischen gehen, weil das sonst eskaliert. Kenai! 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 Bremse! So, ne? Weil wenn das vier Hunde sind, die so schnell rennen, dann kann das auch in die Hose gehen. Dann kann das auch irgendwann in die Hose gehen. Was ist los? Willst du nach Hause? Sagt denn die Uhr. Ah ja, komm, eine halbe Stunde bleiben wir noch, dann haben wir ab. Cool! Haben wir ja doch noch was gesehen. Das ist so ein Holz, kommt der Django, ey. Guck mal, wie die da hinterher schießt, die Peppa, ey. Die kann das gar nicht haben, wenn einer schnell rennt. Das ist jetzt kein Spiel für Peppa. Peppa ist richtig, ne, frackig. Die will den jetzt einfach nur eine scheppern. Ja, du hast hier nicht zu rennen. Wenn sie mitspielen darf, dann findest du es gut, ne? Aber außer, dass es laut ist, macht sie halt nichts, ne? Auch beim Django, der kann das auch ab. Deshalb lassen wir das auch immer mal so ein bisschen laufen. Wenn ich wollte, könnte ich jetzt aber die Peppa auch da rausholen und ansprechen. Ne? Django hat das jetzt übrigens mega klug gelöst, hat gesagt, okay, ich komme hier aus der Nummer nicht mehr raus, das eskaliert so ein bisschen, und hat am Wassernapf angehalten. Das sorgt dafür, dass er trinkt und die anderen ihn in Ruhe lassen und vielleicht auch trinken. Ne? Und zusammen trinken, das vereinheitlicht wieder den Ablaufplan. Siehst du, guck schon, trinkt der Beppo auch. Nur die Peppa nicht. Die Peppa muss erst noch zu Ende laufen und jetzt wird getrunken. Siehst du? Dieses Trinken war jetzt eine taktische Geschichte. Okay, und er war natürlich müde, ne? Ist natürlich jetzt auch gerannt und so, aber das ist eine taktische Geschichte. Gemeinsam schlafen, gemeinsam fressen, gemeinsam jagen. Das sind die Dinge, die eine Gruppe zusammenschmeißen. Habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Guck mal, einer rennt, muss ich hinterher, muss ich anbellen. Die weiß gar nicht, wieso sie das tut, Beppes. Die weiß nicht, warum sie das tut, ne? Keine Ahnung hier. Wir sind hier Geschwindigkeitspolizei. Und kommt die schlecht zur Ruhe, ey. Hi, Kaipi. Na? So, wie Sie sehen, das war jetzt, du hast den Kaipi in Poppes gezwackt. Das habe ich gehört. Komm her, mein Freund. Nee. Jetzt haben wir genau das. Pete, komm her. Ich lasse dich jetzt nicht weg. Was soll das? Warum hast du den gezwickt? Ah, Pete, komm her. Sitzen. Sitz. Kannst du das? Guck mal, der Kinder kann das, der ist gar nicht gemeint. Pete, nee, sitz. Aha. Nee, sitzen. Freund, du sollst aufhören, andere zu zwanken. Ich hol die Wasserflasche. Ich schwöre es dir. So, na, jetzt waren wir mal ein bisschen strenger. Und jetzt ist halt ganz wichtig, dass auch wieder alles gut ist. Kaipi! Wo bist du denn? Kaipi! Ja, der Pete ist da auch immer so größere Hunde, schnelle Hunde, die aber auch, ne, also der traut sich das im Leben nicht bei einem Nelson oder bei einem Santi oder so. Oder bei dem Ari trauen wir uns das auch nicht. Kaipi, komm her! Kaipi, komm mal her jetzt, komm her! Sondern immer nur bei denen, wo er weiß, dass die sich nicht wehren. Kaipi, falsche Richtung. Och, toll. Gott, da geht er schon wieder. Ich hab dich schon wieder erwischt. Komm her. Hi. Ja, jetzt steht er da. Das ist halt für die Hunde dann auch immer unschön, ne? Kaipi ist ein sehr schüchternes Kerlchen. Na, genießt du die Sonne, Pauli? Pauli, Paula? Jetzt ist der Kaipi beleidigt. Komm her. Jawohl. Sehr gut. Guck mal. Das ist jetzt ganz wichtig, dass wir kraulen. Und zwar so, dass man merkt, dass man gekrault wird. Nicht so bemitleidend, ne? Sondern so ein bisschen kumpelhaft wollen wir jetzt gekrault werden. Kenai, das nervt. Kenai nervt gerade, ne? So, hat er dich einfach gezwackt, hast dich erschreckert, ne? Oh, die Hütehunde, ne? Oh, scheiße, ey. Die sind alle gleich doof. Ich sag jetzt mal extra nix. Das ist eine... Ja, guck mal. Einer nach dem anderen, einer muss da. Und jetzt kommt der Django dazu und sagt, du darfst hier nicht rennen, du sollst hier nicht rennen. Oh, Laika. Ist so laut, ey. Das ist Laikas Art zu spielen, das muss man leider Gottes verstehen. Oh, pass auf. Guck mal, er wackelt sogar die Schnute. So, machen wir euch mal neues Wasser und dann machen wir Schluss für heute. Da war jetzt nicht so viel los, aber ihr habt viele Hunde sehen können. Und ich weiß, dass viele von euch gerne viele Hunde sehen. Ah, ist nämlich schon voll gesabbert hier. Warte, nee, weg da. Ich will euch nicht nass machen. So. Einmal. Weg da, Babs. Ihr seht schon, also vielleicht seht ihr das. Ich hoffe, ihr seht das. Nee, ihr seht das gar nicht. Dass wir hier so ein paar Wasserbekloppte haben. Guck mal, dass ihr das besser sehen könnt. Hier, ne? Das typische, wir spielen mit dem Wasserhahn. Ist für den einen oder anderen, Peppa, da ist doch noch gar nichts mehr drin. Ist für den einen oder anderen hier ein großes Thema. Wie ihr seht, ne? Santi, Beppo. Sind alles so Wasserschlauchspieler. So. Nur wenn ich jetzt hier so mache.
So, und ihr seht, was da passiert, ne? Schrauben die sich im Zweifel hoch, das wollen wir nicht. Dann deshalb einmal aussprühen. Deshalb, damit das gar nicht erst passiert. Also wir machen das natürlich schon im Sommer auch mal. Aber damit das nicht passiert hier und ich vor allem nicht will, dass die sich jetzt zanken deswegen. Deshalb gehen wir so einen Zwischenweg oder so einen Umweg über Gießkannen. Das heißt, wir füllen immer die Gießkannen auf. In den Gießkannen machen wir das in die Töpfe, in die Näpfe, dann sind die einigermaßen ruhig damit, einigermaßen cool damit. Und machen die Gießkannen nochmal voll. Und dann haben wir genug zum Hin- und Hertauschen. Und noch da vorne Gießkannen für die Näpfe hinten und so. Aber ja, wir machen das im Sommer schon, ne? Aber dann halt einigermaßen cool und ruhig, damit die sich halt nicht so aufkrawitzen. Ne, Babs, geh mal weg da. Oh, Lea schon wieder. So sieht das dann aus an einem Frühlingstag, wenn wir die Hunde viel draußen lassen konnten und die Sonne genießen. Ihr seht, wie die Abby liegt komplett auf der Seite, die andere Abby auch, die Paula, die chillt. Nur ihr seht Emma hinten vorne vor der Wand sitzen. Emma ist beleidigt, die würde gerne rein auf die Couch. Aber bei dem guten Wetter bleiben wir auch mal draußen, bevor es die nächsten Tage wieder viel regnen könnte. Müssen wir mal machen, ne? So, jetzt haben wir Wasser gemacht für die Hunde. Jetzt haben wir noch eine Kotrunde. Ich bin raus für heute. Tschüss.